Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Flinken Pfotenschule. Ich möchte euch heute mal das Classic Cantabile X20 Taschensaxophon vorstellen oder kurz genannt Saxonett. Gibt ja viele Leute, die das gerne zurzeit spielen wollen und da auch verzweifelte Videos suchen, habe ich mal so gefunden. Also bei Amazon wird da öfter mal nachgefragt. Ich weiß nicht, wie viele Leute das im Internet machen, ob es da schon Videoreihen gibt oder ob ihr gerne von mir eine Videoreihe sehen wollt. In diesem Video stelle ich euch erstmal das Instrument vor. Okay, das Instrument kam gestern an. Ich habe es auch ausgepackt und das aufgenommen. Leider ist die Videoaufnahme dazu nicht wirklich gelungen. Deswegen stelle ich euch das nochmal so vor. Das Ganze kommt gut verpackt in dieser Tasche an. Steht drauf, Musikhaus Pirstein ist, naja, nette Beilage als Tasche zum Mitnehmen. Auf jeden Fall schön klein und mobil. Das Instrument an sich besteht aus einem Mundstück und einem Korpus. Bei dem Mundstück ist noch eine Ligatur dabei und ein Blatt. Lustigerweise war die Ligatur falsch rum drauf und das Blatt war Schrott. Also es war jetzt nicht kaputt, aber es spielt sich dermaßen schlecht. Das sind die Blätter, die dazu angekommen sind. Sie klingen meiner Meinung nach grässlich. Die Unterseite ist sehr mit Rillen überzogen, was nicht sein sollte. Also hier, das man hört das sogar. Ich gehe mal kurz ans Mikro. Also so rillig habe ich ein Blatt noch nie gesehen, außer bei diesen Billigblättern, die mitgeliefert werden. Und dann die Oberseite ist auch extrem rau. Also ich weiß ja nicht, ob man blutige Lippen nach dem Spielen haben möchte. Es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist zu heftig. Ich habe da sofort ein Rico Royal Blatt drauf gemacht. Also wenn ihr es wünscht, kann ich euch mal die Blätter vorspielen, aber ich glaube, ich lasse das tun. Da tun nur die Ohren weh. Ja, was kommt noch dazu? Ein Mini-Wischer, mit dem man das ganze schöne Gerät sauber machen kann. Ja, ein Flötenreiniger tut es auch und der ist meistens ein bisschen größer. Und eine ganz coole Sache, die es auch noch dazu gibt, hier ist ein Blatt, wo ein paar Sachen draufstehen. Ja, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Eine Anleitung. Ja, wir sollen erstmal den Kork einfetten, habe ich gemacht. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Also hier ist es schon sehr gut gefettet. Man bekommt es jederzeit rauf und wieder ab. So, stecken wir wieder drauf. Ja, und wir sollen ein Klarinettenblatt einspannen mit der Stärke 1, 1,5 oder 2. Ja, hier ist ein Rico Royal 2er Blatt gerade drauf. Kann man auch stärker nehmen. Aber für Anfänger ist auf jeden Fall 1, 1,5 und 2 am besten geeignet, laut dem lustigen Blatt hier. Ja, das Blatt sollte ein bisschen angefeuchtet werden. Und dann beschreiben die noch, wie man das im Mund hält. Ja. Gut, ja, nun das ist das Taschensaxophon spielbereit. Nach dem Spielen sollte es auf jeden Fall gereinigt werden. Ja, das Holz nimmt Feuchtigkeit auf, deshalb auch immer schön die Feuchtigkeit wegmachen. Und das Ganze hier mal öfter mal ein bisschen ölen. Da kann man ganz unterschiedliche Öle kaufen. Allerdings kam dieses Taschensaxophon sehr trocken an. Ich finde es auch jetzt immer noch zu trocken. Man kann das, wie gesagt, mit normalem Öl für Flöten wieder schön glänzend bekommen. Und auch, dass es schön, ja, es sieht sehr trocken aus, muss ich sagen. Was man auch benutzen kann, ist ganz normales Paraffin. Bekommt man in jeder Apotheke zu kaufen. Einmal dünnflüssig und einmal dickflüssig. Ich würde eher das dünnflüssige empfehlen, weil das leichter in die Poren eindringt. Gut, so viel dazu. Zu guter Letzt ist ganz unten der Tonumfang und die Griffweise beschrieben. Ja, so viel, so klar. Allerdings soll der Tonumfang beim eingestrichenen C anfangen. Das wäre für mich nicht das, was da unten ist. Ja, okay. Kann man auch jetzt als eingestrichenes C sehen. Dann würde dann halt das zweigestrichene C da kommen. Das geht, das passt überhaupt nicht. Jedenfalls, es geht vom C bis zum angeblich zweigestrichenen D. Das steht hier nicht mal mit drauf. Also der letzte Ton steht anscheinend nicht drauf auf dem Zettel. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt möglich ist mit dem Instrument. Ich habe es noch nicht probiert. Auf jeden Fall, nach den Griffen, die hier zuzuordnen sind, geht es vom C bis zum zweigestrichenen D. Ich habe ja schon ein paar Töne drauf gespielt. Hier ist auch die deutsche Griffweise von der Flöte vermerkt. Da das Instrument hier sehr viel Ähnlichkeit hat mit der Flöte,
gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die barocke Griffweise oder die deutsche Griffweise. Ja, die deutsche Griffweise klappt. Also ich habe es am F probiert zum Beispiel. Das F, da klappt die deutsche Griffweise ohne Probleme. Da ist ein roter Stern dran. Ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, den Griff unbedingt nehmen. Daneben ist die barocke Griffweise gekennzeichnet. Und ich habe die mal gespielt. Ihr könnt es ja mal kurz hören. Also, das wäre das F und das stimmt auch soweit. Das wäre die barocke Griffweise von der Flöte und auch was hier drauf steht. Ihr hört mal. Das ist kein F. Ich habe es auch nachgemessen mit einem Stimmgerät. Kein F. Niemals. Gut, wie das mit den weiteren Tönen aussieht, weiß ich leider nicht. Ich probiere es alles mal durch und wir schauen dann mal nach. Ich werde das mal in einem späteren Video nochmal sagen, ob das dann überhaupt funktioniert mit den ganzen Tönen, die da draufsteht und welche da funktionieren und welche nicht. Okay, dann möchte ich euch mal ganz kurz eine kleine Klangprobe geben, wie das ganze Instrument dann klingt. Klanglich finde ich es jetzt nicht schlecht, aber ich finde nicht, dass es zwischen Klarinette und Saxophon liegt, eher in Richtung Klarinette. Da finde ich, dass Tupian, Chalumeau geht mehr in Richtung Saxophon. Rein vom Empfinden her, zumindest klanglich. Das heißt nicht, dass es wirklich so ist, da ich das jetzt so festlege. Es ist nun von meiner Empfindung her eher so, dass das hier in Richtung Klarinette geht vom Klang. Ich habe gesehen, dass viele Leute bei Amazon da gerne eine Videoreihe zu haben wollen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht und ich wollte da gerne mal nachfragen. Also, wenn ihr Interesse daran habt, da eine Videoreihe zu sehen und das zu lernen, dann könnt ihr gerne einen Kommentar verfassen oder wenn das so schwer ist, gebt einfach einen Daumen hoch. Und wer halt kein Interesse hat, der lässt es halt oder gibt mir einen Daumen nach unten, ist mir auch egal. Ich würde mich halt freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt, ob ich was machen soll oder nicht. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, falls ihr euch das holen solltet. Wie gesagt, bei Amazon, der Link steht unten, bekommt ihr das. Vielleicht sehen wir uns in einer kleinen Videoreihe dann wieder. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei meinen derzeitigen Projekten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!